kann erkennen, ich arbeite bei der Deutschen Bahn. Mein Name ist Matthias Krause, bin Leiter Marketing, Vertrieb und Personal. Nicht in Berlin, nicht in der großen Zentrale, sondern bei der Südostbayernbahn. Südostbayernbahn ist eins von 5 Regionetzen, wir haben eine GmbH unter dem großen Dach der Deutschen Bahn AG. Wir betreiben Nahverkehr, in unserem Fall zwischen München und Passau, Landshut, Salzburg, Rosenheim. So ein reines Nahverkehrsunternehmen. Wir haben 900 Mitarbeiter und fahren, das sieht man Zugkilometer jetzt, dann 7 Millionen Zugkilometer im südostbayerischen Raum. Haben täglich 32.000 Fahrgäste in unseren Zügen und sind zum Glück noch in unserer Region der einzige Nahverkehrsanbieter. Also das Streckennetz gehört uns, wir betreiben Infrastruktur und auch die Züge, die dann auf der Infrastruktur fahren. Genau, aber jetzt das war's von der Bahn. Ich glaube, die Bahn kennt jeder. Jeder ist von Ihnen maximal zufrieden mit unseren Leistungen. Ja, wer lacht denn da? Genau, Dienstleistung, das ist also ein Thema. Wie kommt jetzt ihr als Dienstleistung jetzt mit dem Cutter, wenn man die Vorredner hört, da geht es ganz viel um Lean-Management, U-Zählen, keine Ahnung, ich als Marketing-Mensch kann mit dem teilweise gar nichts anfangen. Aber ich habe den Grundkurs gemacht mit ein paar Kollegen von Regio Bayern bei Rotofenster in der Nähe von Stuttgart, bei Herrn Aulinger. Ist irgendwer da von Roto vielleicht? Na, keiner, tolle Firma. Und da war ich so überzeugt und was mir gefallen hat, der Grundgedanke, Probleme und Fehler werden als Chance gesehen. Ist ja bei der Bahn so, wenn wir unpünktlich sind, dann schauen wir, dass das wieder vergessen wird. Das sehen wir nicht als Chance. Vielleicht schaffen wir es am nächsten Tag besser. Das hat mir ganz gut gefallen. Und dieses Dranbleiben bei Cutter. Das war ja, wie man so im Marketing, Personal, da gibt es meistens so Monatsschurfixe. Da reden wir über Vergangenes. Reden wir, was in der Vergangenheit nicht so gut war. Es gibt ellenlange Maßnahmenlisten, die aus dem Jahr 1993 im Jahr 2016 immer noch nicht abgearbeitet haben. Deswegen hat mir das gefallen. Ja, der Herr Lachtscheiner, kennt man auch, diese Maßnahmenliste. Also dieses Dranbleiben war gut und diese Kurztaktigkeit habe ich einfach spannend gefunden für mich. Ich bleibe am Geschäft dran und ich habe die Mitarbeiter motiviert. Und was mich dann richtig überzeugt hat von Cutter, eine Kollegin, ich will sie auch namentlich erwähnen, die Antonia von Bassewitz, eine Marketingmitarbeiterin, zuständig fürs Fahrgastmarketing in Bayern, hat dann bei dem Grundkurs Coachings durchgeführt und hat innerhalb weniger Minuten die Verpackungseinheit bei Rotofenster beschleunigt. Und das hat mich überzeugt, weil ich denke mal, das ist ja unglaublich, man kommt als Fremder in der Firma rein, auch kein Techniker und verbessert was. Deswegen bin ich überzeugt von dem ganzen System. Und das Größte, was mich überzeugt, der Mitarbeiter ist der Problemlöser. Nicht wir sind es, nicht die Leute, die Maßnahmenlisten aufstellen, sondern der Mitarbeiter. Ja, so stand ich da, bin nach Hause gefahren, nach Mühldorf, habe zu meinem Chef gesagt, ja, das ist total super, das macht man jetzt bei uns auch. Und jetzt macht man das Ganze mehr auf der Dienstleistungsebene und schon wird es schwierig. Ich kann nichts in Sekunden messen, ich habe keine Zielzustände und das Ganze war so nicht vergleichbar. Und das waren so das erste Problem war die Produktionsformen bei uns jetzt im Vertrieb, Marketing, die waren nicht vergleichbar gewesen. Unwissenheit eingestehen in dem Bereich, das wird einmal ganz schnell vertuscht, seien wir uns doch alle ganz ehrlich, das geht ja ziemlich schnell. Dienstleistungen, Zahlen messen ist schwierig, man hat zwar irgendwo Kundenheit, Zufriedenheitsdaten, aber keine Ahnung, wo die richtig herkommen. Die Daten wurden immer hingenommen, wir haben der Großkonzern, ich glaube, dass einige hier sind, die arbeiten auch für einen Großkonzern, da gibt es gewisse Daten, die nimmt man einfach mal so hier und die sind dann so. Und dann haben wir uns die Fragen gestellt, wo befinden wir uns eigentlich aktuell? Und da hat man schon die ersten Fragezeichen gesehen. Und das nächste war, wo fehlt uns eigentlich die Neugier? Und das Allerwichtigste, und das haben wir total schnell gemerkt, wenn wir dann da gestanden haben, wir machen jetzt das beim Marketing mittlerweile seit August, beginnen wir jetzt im Personalwesen hier anzufangen, was ist denn eigentlich unser Zielzustand? Machen Sie mal das und gehen bei einer in der Controlling-Abteilung rein, in der Firma, meistens sind das Büroarbeitsplätze, und fragen mal, was ist eigentlich dein Tagesziel? Sie werden wirklich spannende Sachen erleben. So weiß kein Mensch. Ja, aber auf der anderen Seite, was man vorher bei den Vorrednern gehört hat, der man in so einer U-Zelle im Sekundentakt, der man dann Tagesziele festlegen. Und in der Verwaltung, was ja total entscheidend ist, macht man das überhaupt nicht. Oder das Witzige ist ja, es gibt ja Firmen, Großkonzerne, haben ganz viele strategische Ziele. Ja, die werden irgendwo festgelegt. Frankfurt, Berlin, sonst irgendwo. Ja, dann gehen sie mal rein und fragen dann einen Controller, was ist der Tagesziel?
Ich kann es Ihnen schon sagen, keine Ahnung. Und das war die erste Erfahrung, was wir gemacht haben. Wir haben uns extrem lang mit dem Zielzustand, was ist eigentlich unser Ziel, auseinandergesetzt. Und da haben wirklich extreme Fragen aufgekommen, also auch hinterfragen, warum macht man das eigentlich? Warum macht man eigentlich unser Geschäft? Das waren so die ersten Hürden. Ich habe dann angefangen, eben mit dem Cutter-Coaching, das ist ja so, wir haben so ein Großraumbüro, da haben so 5 Mitarbeiter rein. Ich komme von der Schulung zurück, sage, ja, hallo, da ist er wieder. Und jetzt macht man Cutter-Coaching. Und dann ist einmal so ein Satz gekommen, ja, jetzt spinnt er wieder. Ja? Und dann habe ich gewusst, okay, das wird schon mal richtig. Und jeden Tag Coachings, ich bin ja Sachbearbeiter, was möchte ich eigentlich jeden Tag? Ich bin ja kein Verbesserer nicht. Und das ist genau das Problem, dass sie vor allem im Marketingbereich, auch im Controlling, Personalbereich, die Menschen sehen sich als Sachbearbeiter, nicht als Verbesserer. Und dann haben wir gedacht, da muss man doch irgendwie hinkommen. Dann wurde gesagt, die Ziele sind unerreichbar. Was ist eigentlich Kata, Karate? Dann bei Google, wenn man es eingibt, kommt man irgendwann auch auf Karate rauf. Und so waren so die ersten Hürden, einfach diese Menschen zu überzeugen. Und das hat brutal viel Kraft gekostet. Menschen überzeugen und Ziele festlegen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir lernen jetzt das seit Januar. Wir stecken da immer noch mittendrin. Wir haben da Folge verzeichnet, da komme ich später drauf. Aber wir haben immer nur bei der Überzeugungsarbeit und bei den Zielen festzulegen. Und dann ist ja wichtig, ich habe mir irgendwann gedacht, der Herr Aulinger ist jetzt nicht im Raum, ja, ich habe mich von dem Wort Kata getrennt. Das war das große Problem eben mit diesem Kata-Karate bei der Google-Suche. Da hat jeder gesagt, was ist denn das für ein totaler Blödsinn, was interessiert mich Toyota, was interessiert mich irgendeine Linienfertigung, ich bin doch in meinem Büro. Mache irgendwelche Marketingkampagnen, ich brauche Cutter nicht. Dann haben wir einfach mal beschlossen, okay, wir haben die Mitarbeiter gefragt, hey, was wollt ihr eigentlich? Wie soll das Ganze ausschauen? Dann haben die gesagt, ja, Cutter ist blöd, das ist dumm und das und so, täglich coachen bringt nichts. Okay, wir haben auf die Mitarbeiter gehört. Das heißt jetzt bei uns KVP, kontinuierlicher Verbesserungsprozess, das täglich coachen macht man nicht mehr, weil... Das ist im Dienstleistungsbereich meiner Meinung nach die größte Hürde. Ich habe keine direkte Messbarkeit nicht. Wir haben ganz viele Sachen festgestellt, aber die kann man nicht messen. Da ist der Wirkungsgrad oft 12 Monate später. Und das frustriert die Mitarbeiter. Wir haben Coachings durchgeführt, die Mitarbeiter haben tolle Ideen gehabt. Und dann bin ich einen Tag später reingekommen und habe gesagt, ja, und, was haben wir denn gelernt, was haben wir umgesetzt? Ja, keine Ahnung, ich habe das mal gemacht, mal schauen, was nächstes Jahr passiert. Und das frustriert die Mitarbeiter. Und da müssen wir immer nur schauen, dass wir das Ganze im Dienstleistungsbereich hier zum Fliegen kriegen. Vom Fehler zu Erfolg. Wir haben ein paar ganz nette Sachen gehabt. Wir haben praktisch falsche Zuteilung der Personale bei den Zugbegleitern gehabt. Und das ist so das Größte. Wie entsteht sowas, dass ich eigentlich eine Personalplanung falsch mache? Ganz einfach. Man übernimmt Sachen vom Vorgänger. Und hinterfragt die nicht. Und das kann ich nur empfehlen, wenn Sie Lust haben, jetzt nach meinem Vortrag, dass Sie reingehen, okay, ich mache das bei meiner Marketing-Personalabteilung. Sie werden feststellen, ganz viele Sachen sind vom Vorgänger übernommen und werden nie hinterfragt. Und das war für mich der erste Erfolg, wo ich mit diesem Teamleiter für die Zugbegleiter dieses Coaching durchführe und der beginnt, all die Sachen zu hinterfragen und stellt dann fest, wir machen die falsche Personalplanung. Schulungen werden zum falschen Zeitpunkt geführt. Der hat dann einmal gesagt, das Wichtige ist ja, ich muss ja diese Peaks ausgleichen vom Urlaubsabbau, Krankenstand, Schulungen. Das muss ja alles eine flache Linie sein. Das ist früher nie so gemacht worden. Immer vom Vorgänger übernommen und das ist immer für gut befunden worden. Die zweite Erfahrung war bei meinem Vertriebsleiter, der hat 2 Jahre, so was nennt sie Zukunftsplan Vertrieb, hat meistens mit Stellenabbau und Einsparung zum Tor und hat gesagt, nein, ich habe das alles so gut gemacht, die 2 Jahre, meine Verkaufsstellen sind wirtschaftlich. Dann war die Frage, ja, ist wirklich jede Verkaufsstelle wirtschaftlich? Und er hat die Hypothese aufgestellt, ja. Und durch Cutter hat er mal festgestellt, die und die Verkaufsstelle ist nicht wirtschaftlich, sondern macht sogar Verlust in Höhe von 20.000 bis 30.000 Euro jährlich. Was will ich damit sagen? Einfach mal auch im Dienstleistungsbereich oder hier im Vertriebsbereich einfach mal Sachen hinterfragen. Die Leute machen sich selber Vorgaben und hinterfragen die nie und nehmen die als gegeben hin und das stimmen. Auf das, was ich besonders stolz bin, bei so einem Großkonzern wie der Deutschen Bahn, wir haben dann auch die ganzen Kostenstellen analysiert und angeschaut, was ist denn auf der Kostenstelle, was passiert denn da? Ich bin selber Kostenstellenverantwortlicher
Und ich muss ganz ehrlich sagen, 30% der Buchungen war ich genauso weit. Das habe ich von meinem Vorgänger übernommen gekriegt. Ich habe meinen Chef gefragt, der hat auch gesagt, das ist so in Ordnung. Und jetzt haben wir mal angefangen, jede Position zu hinterfragen. So was nennt man Konzernumlage. Kennt man. Konzernumlagen sind bekannt. Haben Sie schon jemals Konzernumlagen hinterfragt? Wo die herkommen, weshalb die da sein müssen? Wir haben es gemacht. Der Prozess ist noch nicht abgeschlossen, weil das ist jetzt bei uns ganz oben in Frankfurt, das ist unsere Zentrale angekommen, da werden zum Beispiel so Zuscheidungen von Fahrgastrechten hinterfragt, bundesweit. Da haben wir jetzt in Bayern ein Projekt mit den Kollegen von Regio Bayern, dass wir einfach diese Umlage hinterfragen. Immer Gott gegeben, immer vom Vorgänger übernommen, alles ist richtig. Wir haben ein Qualitätsmesssystem, da wird unsere Leistung überprüft, vom Freistaat Bayern, von der Bayerischen Eisenbahngesellschaft. Da gibt es so eine Leistungsanforderung, da haben wir die Leistungsanforderung durchgelesen, haben gesagt, no, das ist super, genauso macht man das. Haben dann festgestellt, dass wir keinen Bonus nicht kriegen, sondern immer auf der Nulllinie oder sogar Malus zahlen. Und das ist also meine Erfahrung, Menschen im Dienstleistungsbereich, im Marketing, haben Angst, den Telefonhörer zu nehmen und einfach mal nachzufragen. Was versteht man denn hinter irgendeiner Leistungsbeschreibung, hinter irgendeinem Vertragswerk? Und dann ist bei dem Cutter-Coaching auch rausgekommen, was ist das Hindernis? Dann hat er gesagt, ich weiß gar nicht genau, was ich eigentlich machen soll. Ich habe halt einfach eine Vertragsschrift interpretiert. Was ist der nächste Schritt? Ja, ich könnte mal anrufen. Da mag man lachen, einfach ein Telefongespräch. Wir haben ganz viele Menschen Angst, die Erfahrung habe ich gemacht. Dann hat er angerufen, dann hat er Klarheit gehabt und dann haben wir sofort den Bonus um 50% gesteigert. Weil einfach mal der Teamleiter gewusst hat, was er eigentlich zum Dorn hat, ist seine Mitarbeiter weitergeben müssen. Passiert total oft. Ist ein Beispiel, wir haben den Bonus gesteigert, wir haben jetzt mit unserem Aufgabenträger, haben wir einen viel besseren Austausch und können uns hier viel besser gemeinsam weiterentwickeln. Und was ich immer ganz nett finde, kleine Schritte machen uns glücklich. Ich habe es heute schon dreimal gehört. Man hat irgendein Problem und sagt, ja, ich muss das und das machen. Vorher war ein Referent vom Marathon. Ja, okay, ich muss ganz viel trainieren, dann kann ich ganz viel Marathon laufen. Und da hat man auch gemerkt, kleine Schritte zum Ziel machen uns glücklich. Und auch im Dienstleistungsbereich. Die Leute sehen Erfolge. Wenn ich zum Beispiel habe, ich muss meinen Umsatz um 20% steigern und dann sage ich, okay, ich muss halt einfach viel mehr Werbung machen und keine Ahnung, viel mehr Verkaufsstellen aufsperren, ist das ein riesiger Schritt. Und die Leute werden unglücklich, weil dann viel nicht passiert. Aber bei kleinen Schritten habe ich ganz klar gemerkt, dass die Leute hier glücklicher werden. Genau, da habe ich schon ganz viel gesagt. Das ist, glaube ich, auch so eine Zahl, so Fahrgastrechte. Muss man jetzt nicht erklären. Das ist so eine Konzernumlage. Zahlen wir 180.000 Euro jährlich. In der Realität müssen wir 20.000 Euro zahlen. Jetzt mittlerweile beim Bahnkonzern läuft es darauf und runter, weil hier einfach die Zuscheidungen nicht stimmen. Wir haben uns festgelegt, dass wir 10% auf die Kostenstellen einsparen. Das haben wir innerhalb von 4 Monaten erreicht. Einfach Positionen zu hinterfragen, Ausgaben zu hinterfragen. Innerhalb von 4 Monaten haben wir bei der Marketingkostenstelle, das ist leider nur eine, bei uns in der Firma 10% der Kosten eingespart. Wir haben immer gedacht, unsere ganzen Marketingkampagnen richten wir komplett nach dem Kunden aus. Da für Marketingkampagnen gibt man ja eine Menge Geld aus und verbrennt eine Menge Ressourcen. Und jetzt haben wir uns einfach mal einen Schritt zurückgenommen, haben gesagt, okay, bevor wir die nächste Kampagne machen, analysieren wir wirklich mal unseren Markt. Wir haben jetzt, das ist zum Thema Zieldefinition oder Ermittlung auch vom Ist-Zustand, wir haben jetzt 7 Monate unseren Markt analysiert, in Zusammenarbeit mit Kollegen aus Frankfurt, vor Ort und so weiter. 7 Monate. Und ich kann nur sagen, das, was wir haben, das ist einmalig in der Regio AG bundesweit, wie wir jetzt unseren Markt kennen. Wir haben alles untersucht, Bevölkerungsentwicklung, Arbeitszeitmodelle, sämtliche Ticketgattungen, die wir verkaufen. 7 Monate. Und jetzt wisst man, an was liegt, dass wir eigentlich einen Rückgang der Fahrgäste bei uns im Streckennetz haben. Und wir wissen das sehr detailliert. Und was machen wir? Jetzt werden Sie sich wundern, da haben ein paar Bahnfahrer, glaube ich, im Raum. Wir machen jetzt nicht mehr Tickets, sondern wir machen weniger Tickets. Die Kollegen haben immer gesagt, okay, desto mehr Produkte ich auf den Markt schmeiße, desto mehr verkaufe ich an Produkten. Das ist aber nicht der Fall. Es gibt sogenannte Kannibalisierungseffekte. Die Kollegen haben nie analysiert, was passiert, wenn ich ein Produkt auf den Markt schmeiße, wie kannibalisiere ich ein anderes Produkt und habe ich unterm Strich wirklich mehr Erlös.
Wir haben das da. Und wir haben festgestellt, mit Kundeninterviews, ist auch bei Cutter entstanden, wir haben 40 intensiv Kundeninterviews geführt, dass eigentlich der Kunde A unser Produkt nicht kennt, dass unser Produkt B gut ist und dass man das C einfach nur an Kunden sagen muss. Keine schicken Marketingkampagnen, die Hunderttausende von Euro kosten, sondern geh an deinen Bestandskunden hin und sag einfach dem mal, dass du ein Produkt hast, das gut ist und setze vielleicht ein bisschen auf Weiterempfehlungsmarketing. Das haben wir alles mit der Cutter-Methode hier angewandt und haben wir somit gelernt. Ziele wurden angepasst, das ist mein Erfolg, den habe ich gestern mitgeteilt bekommen. Wie ich schon gesagt habe eingangs, so ein Konzern hat große strategische Ziele. Und das ist immer das Thema, kann ich so ein großes strategisches Ziel auf einen Mitarbeiter, auf einen Zugbegleiter runterbrechen? Und das haben wir festgestellt, dass unsere großen strategischen Ziele nicht umsetzbar sind in der Region. Also falls in Potsdam ein Platz passiert, dann über Frankfurt kommt in Mühldorf nicht so richtig, oh, da kommt oben, man kann es nicht umsetzen. Und das ist der erste Erfolg, dass gestern mein Chef gesagt hat, bei den Regionetzen wird jetzt das ganze Strategiepapier neu überdacht und es werden von uns einige Themen, die wir ermittelt haben in den letzten Monaten, da berücksichtigt. Weil, hat man bei den Vorträgen vorher auch gehört, ich muss Ziele haben, die jeden Mitarbeiter, für jeden Mitarbeiter griffig kann. Wir haben da eine Präsentation von strategischen Zielen, ich glaube, die ist 10 Seiten lang. Liest sich kein Mitarbeiter durch, versteht auch keiner. Jetzt einfach nur ein paar Stimmen der Mitarbeiter. Also am Anfang waren die ja alle schockiert und da, wie gesagt, da habe ich gewusst, ich bin richtig droh. Wo die dann gesagt haben, jetzt spinnt er wieder, was wollen eigentlich? Aber es hat sich schon was Nettes ergeben dann, wo man einfach mal ein paar Monate verstreichen hat lassen. Kontinuität, Projekt schläft nicht ein. Und mein Ziel ist, meine Kollegen und meine Kunden glücklich zu machen. Ja, das macht Mitarbeiter glücklich. Das Schlimmste ist für Mitarbeiter, wenn sie irgendwelche Projekte behandeln, Menge Energie erstecken und übermorgen ist das wieder vergessen oder man geht wieder auf einen monatlichen Berichtsstatus zurück. Habe viel dazugelernt. Also ich muss jetzt mal behaupten, wir haben 8 Mitarbeiter, wo wir das praktisch intensiv gemacht haben, die kennen jetzt die Kostenstellenstruktur, die kennen was unsere Region, die kennen, was unsere Kunden wollen. Die haben wirklich viel dazugelernt. Die sind total stolz drauf. War gezwungen, mich mit Problemen und Unwissen auseinanderzusetzen. Ich kann nur eins sagen, raus aus der Komfortzone. In der Komfortzone ist immer schön und kuschelig, aber bringt uns alle nicht nach vorn. Und dieses Gezwungen haben die jetzt positiv gesagt. Tolle Sache. Mehr Einblick, Struktur, Priorisierung nach beeinflussbar und nicht beeinflussbar ist doch bei uns oft so, vor allem im Verwaltungsbereich. 1000 Themen müssten wir irgendwie machen und nichts macht man gescheit. War nicht so gut. Wir haben in der Firma nur leider eine Säule, die das macht. Sobald wir mit anderen Säulen zu tun gehabt haben, haben wir irgendwie gegen eine Mauer gelaufen. Das war diese Abhängigkeit der Säulen. Das war praktisch da, also entweder machen es alle oder keiner. Oder man entdeckt irgendein Mittel, dass er praktisch auch die Kollegen ein bisschen mit dem Spirit mitnimmt. Die Vorbereitungszeiten waren so kurz mit dem täglichen Coaching. Die Ziele waren unrealistisch, haben wir dann auch angepasst, weil es muss schon ein bisschen eine Greifbarkeit da sein. Und das Frage-Antwort-Spiel ist wie Lehrer und Schüler. Also da muss man wirklich darauf achten. Und das hat damals auch der Herr Aulinger gesagt, erklären Sie, was Sie tun. Und wir sind in einem Großraumbüro und ich habe mir gedacht, wir haben so eine Truppe, dass das jeder versteht, was jetzt ich da mache, weil wir uns ja täglich sehen. Aber trotzdem, ich hätte einfach nur viel mehr erklären sollen, was ich vorhabe, was ich da mache mit dem Ganzen. Und dann habe ich noch so einen Zettel mitgenommen. Meine 3 größten Learnings. Jetzt wollte ich schon fast einen Lehmann machen, wollte es aus der Socke rausziehen, aber so weit komme ich nicht runter. Wichtig im Dienstleistungsbereich. Hinterfragen Sie alte Gegebenheiten. Sie werden feststellen, in einigen Betrieben ganz viele Sachen werden übernommen und nicht hinterfragt. Neue Themen werden hingenommen. Das war's praktisch, das ist das, was ich gesagt habe mit dem Vertrag. Wenn Sie Verträge kriegen, greifen Sie zum Telefonhörer, wenn Sie irgendwelche Anforderungen haben, fragen nach. Reden Sie mit einem Mitarbeiter, nehmen Sie einem Mitarbeiter die Angst. Und ich kann nur sagen, viele Mitarbeiter haben Angst, beim Kunden, beim Besteller nachzufragen. Weil keiner möchte ehrlich gesagt zurückstehen, dass er was nicht kapiert. Ja? Möchte doch keiner, wer macht das schon gern? Die Angst müssen Sie an den Mitarbeiter nehmen. Nichts ist fix. Man kann aber bei Großkonzernen was verändern und da haben wir aktuell mittendrin mit Zahlen, Zuscheidungen, Produkten. Einfach nichts ist gegeben nehmen, auch wenn man bei einer Deutschen Bahn arbeitet, kann man auch viel beeinflussen. Und wenn Sie mir jetzt zum Schluss noch mitgeben, ich habe den Alltag meiner Mitarbeiter gestört.
Das habe ich richtig gemerkt, die waren voll genervt. Und ich stehe da und sage, das war gut so. Was Besseres hätte ich nicht machen können. Herzlichen Dank.